Die A8 bei Stuttgart. Gunter Haas und Harry Bauer von der Verkehrspolizei Ludwigsburg sind mit ihrem Videomesswagen unterwegs, auf der Suche nach Rasern und Dränglern. Das Fahrzeug vor uns hat uns überholt in einem Bereich, in dem 120 Stundenkilometer erlaubt waren. Wir waren schon mit 125 unterwegs. Jetzt schauen wir uns mal den weiteren Verlauf an. Geschwindigkeit ist immer noch auf 120 begrenzt. Jetzt sind noch 100 erlaubt. Jetzt kommt eine Begrenzung auf 80 km/h. Ja, also 130 im 80er. Also jetzt sind wir mit annähernd 130 in den Bereich reingefahren, in dem 80 erlaubt waren. Wir fahren immer noch. Ja. Naja, jetzt fahren wir schneller. Jetzt waren wir dann über 130. Wir werden ihn jetzt auch rausziehen. Die Beschilderung war eindeutig, dass eine Baustelle kommt. Das heißt, man muss damit rechnen, dass irgendwo eine Fahrbahnverengung kommt oder dass Bauarbeiter vielleicht schon unterwegs sind. Ja. Und wenn er dann mit 50 km/h Überschuss da reinfährt, dann kann es jederzeit zu gefährlichen Situationen kommen. Die beiden lotsen den Fahrer auf den nächsten Parkplatz. Wenn bei einer Geschwindigkeit von 130 auf einer feuchten Fahrbahn, wenn er da anhalten muss oder bremsen muss, dann hat er einen erheblich verlängerten Bremsweg. Nee, wir hatten das vor wenigen Jahren tatsächlich. Da ist ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei tödlich verunglückt. Genau wegen solchen Sachen. Die Ampel ist natürlich auch göttlich, gell? Da bricht der Hals. Gibt's in der Trüge keine. Grüß Gott. Wir sind von der Videogruppe der Verkehrspolizei. Das heißt, wir haben einen Teil ihrer Fahrt auf Band aufgezeichnet, insbesondere da, wo 80 erlaubt gewesen wären mit der Baustellenbeschilderung. Da waren sie deutlich zu schnell. Das ist der Grund, warum wir sie angehalten haben. Ich bräuchte jetzt von Ihnen den Führerschein, den Fahrzeugschein und wenn Sie nicht Fahrzeughalter sind, auch noch einen Ausweis, bitte. Dankeschön. Eine Frage, wie lange dauert das jetzt, weil ich habe einen Arzt in Fulda. Ah, wie lange wird das dauern? 10, 12 Minuten vielleicht. Wenn der Kollege soweit ist, gibt er Ihnen ein Zeichen. Dann können Sie sich bei uns auf dem Beifahrersitz den Film gerade anschauen. Na, gerade auf dem Beifahrersitz bitte. So, und zwar haben wir die Auffälligkeit bei Ihnen gehabt, dass Sie ein wenig zügiger gefahren sind, als Sie eigentlich dürften. Bereits da, wo 120 erlaubt war, sind wir einem hinterher gefahren mit knapp 150 und dann kamen Sie von hinten an. Also da haben wir Sie ja schon im Fokus. Jetzt kommt hier die 100 mit dem Hinweis Baustelle, also nicht unbegründet die 100 hier. Und da fährt man ungebremst rein, man entfernt sich sogar. Die Geschwindigkeit, die wir hier fahren, ist jetzt schon bei 125 und sie werden kleiner im Videobild. Also sie fahren da immer noch schneller wie wir. Und das Ganze geht dann ein ganzes Stück und dann kommt dann tatsächlich auch mal noch die 80. Und dass man rechts rüber muss, der linke Fahrstreifen gesperrt wird, auch da bei 130. Keinerlei Reaktion, kein Bremslicht, nichts. Man geht auch nicht wirklich vom Gas, im Gegenteil. Obwohl man weiß, dass der linke Fahrstreifen da jetzt gleich endet, fährt man mit 125 auf die Fahrzeuge, die vorausfahren, zu auf mittleren Fahrstreifen. Und jetzt kommt's. Es ist ein Rechtskurvenbereich. Man sieht nicht in die Kurve rein und nur überholt man noch. Und jetzt sind wir schon bei über 140. 80 erlaubt.
80 erlaubt. Also es wird ganz sicher ein Fahrverbot geben, ganz klar. Minimum ein Monat. Wenn es 2 Monate werden, wäre es durchaus im Rahmen des Möglichen, dass es dann dem Kollegen nicht vermeidbar war, aber ein Monat wird es auf jeden Fall geben. Okay. Der Kollege hat die Papiere alle. Geh mal raus zum Kollege. So, der Kollege wird Ihnen schon ein bisschen was dazu gesagt haben. Das Problem ist folgendes. Wenn die Baustellenbeschilderung kommt, dann müssen wir damit rechnen, dass irgendwo eine Fahrbahnverengung kommt, dass vielleicht sogar Bauarbeiter auf der Straße sind. Und dann haben Sie einen Geschwindigkeitsüberschuss von 40, 50 km/h. Auf einer feuchten Fahrbahn haben Sie einen Wahnsinnsbremsweg. Das heißt, wenn irgendeine Situation entsteht, wo Sie reagieren müssen, dann brauchen Sie einfach zu lange, um die Geschwindigkeit abzubauen. Ja? Deswegen diese Baustellenbeschilderung 80, die hat schon einen Grund. So, Papiere bekommen Sie schon mal wieder. Jetzt sind Sie Betroffener einer Ordnungswidrigkeit. Das heißt, wir werfen Ihnen vor, Sie sind zu schnell gefahren. Sie haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Sie machen Angaben zur Sache, Sie machen keine Angaben zur Sache. Was wollen Sie tun? Was soll ich machen? Ich muss ja. Sie müssen nicht. Sie müssen nicht zwingen, sind Sie gar nichts. Sie sind zu schnell gefahren. Das heißt, Sie geben den Verkehrsverstoß zu. Ja, was soll ich anders machen? Sie können auch sagen, ich warte, bis das Ergebnis kommt. Ja, ich warte. Und Sie wollen warten. Okay. Ja, in dem Fall, wie schon gesagt, wir können es Ihnen jetzt nicht auf den Punkt genau sagen, wie schnell Sie wirklich gefahren sind. Ist oft das Beste. Aber Sie müssen zumindest damit rechnen, dass Sie im Bereich des Fahrverbotes sind. Ja. Sollte es in diesem Fall nicht direkt ein Fahrverbot geben, sollten Sie im Hinterkopf haben, 2 Verstöße innerhalb von 12 Monaten mit mehr als 25 km/h ist auch ein Fahrverbot. Ich habe jetzt letzte Woche 26 bekommen. Letzte Woche 26. Jetzt so, dass Sie ein Fahrverbot geben. Ja, dann müssen Sie damit rechnen. Dann sowieso. Dann kann ich mir diese Erklärung schenken. Okay. Scheiße gelaufen. Ja. Wollen Sie mir unterschreiben, dass Sie keine Angaben gemacht haben? Ja, kann ich machen. Das wäre hier. Dann sind wir soweit. Sie bekommen Nachricht von der Bußgeldstelle. Da steht dann konkret drin, was die Mathematik ergeben hat. Ja. Gehen Sie mal zwischen 4 und 6 Wochen. Bekommen Sie Post. Ja. Bitte etwas sich zurückhalten. Sie überfordern die anderen Verkehrsteilnehmer. Ich hab's halt eilig gehabt. Ja, das ist ein Grund, aber keine Erklärung. Ja, schön. Ja, uns zuliebe, auch Ihnen zuliebe. Ja. Sie wollen sicher heil nach Hause kommen heute Abend wieder. Das wollen wir auch. Okay. Okay? Das war's. Okay. Alles klar. Trotzdem alles Gute noch. Danke, gleichfalls. Ciao. Die Strafe für den Mann, 185 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Nur wenige Minuten später der nächste Drängler, ein LKW-Fahrer, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. LKW-Abstand. Also wir haben hier 2 LKWs. Der hintere LKW, der ist uns im Vorfeld bereits aufgefallen, da er sehr, sehr dicht auf dem vorausfahrenden Laschzug aufgefahren ist. Extrem. Ja, ja.